Und damit hallo und recht herzlich willkommen, ja, zurück zu Lumberjacks Dynasty. Wir sind sehr hungrig, sehe ich gerade. Und, ja, wie versprochen, ich habe es jetzt nochmal, das alles hier fertig gemacht, habe das ganze Zeug auch aufgehoben und habe auch die Quest fertig. Dann geht mal die mal ab. Gut gemacht, danke. Bisschen wenig Geld. Was heißt wenig? 700 für ein bisschen Rasenmähen. Aber ich musste echt noch zusammensuchen. Ne? Ich musste hier den ganzen Dings runter das Zeug noch machen. Und ja, das war äußerst kurios. So wenig. Nur so wenig hatte irgendwie. Aber naja, wir haben es fertig. Und damit sind wir hier auch fertig. So, Geschäftspartner ist klar. Wir haben jetzt hier wieder irgendwelche Quests. Hier unten haben wir eine. Finde das verlorene Schaf. Schon wieder ein Schaf? Oh. Naja, ist ja gleich um die Ecke. Ja, da müssen wir nochmal Schafe suchen gehen. Was soll's. Also die ganzen Quests müssen wir natürlich machen, sonst kriegen wir keine neuen. Das sollte klar sein. So. Weiß gar nicht, wo ist denn der jetzt hier da unten? Okay, wo der Stern ist. Okay, da müssen wir jetzt hin. Naja, dann machen wir das einmal. Los. Oh, ja, schon wieder am Lästern. Jansen, sag nur am Rumlästern. Was ist denn mit euch? Nicht richtig. So, dann einmal hier rum. Ach, haben wir auch nicht mehr weit. Ist ja gleich da vorne. Ja, schön. Kommen wir da irgendwie reingefahren? Nö. Alles klar, dann halte ich hier mal. Und dann laufen wir da mal eben hin. Kaufe dieses Waldstück. Oh, hier sind ja ganz viele tote Bäume. Was kostet mir das denn? 3000? Das ist echt übel teuer, ey. Ah, okay, man kommt hier auf jeden Fall durch einen anderen Weg hin. Das ist interessant. Guten Morgen. Öffnen. Danke. Moin. Suchen Sie ein Schaf? Hallo, wie geht's dir? Gut, dich zu sehen. Ja. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Dann ist er das nicht. Irgendwelche neuen Gerüchte. Ich habe gehört, James hatte ein paar Probleme. Du weißt schon, mit seinen Häusern. Er ist ein anständiger Kerl, James. Schade, dass er sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Bis später. Okay, also James ist der mit den Ferienhäusern. Den haben wir ja schon zweimal geholfen. Hallo, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Schön, auch dich zu sehen, meine Dame. Lass mich dir sagen, du siehst heute wirklich wunderschön aus. Oh, Alter. Geht's noch? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Eines meiner Schafe ist verloren gegangen. Würdest du es mir bitte bringen? Ja. Sicher, kein Problem. Gibt ja dann auch ein bisschen Geld. Huch! Ach ja, man kann ja jetzt irgendwie, man kann ja auch... Aha, das ist so lustig. Ich bin so bescheuert, ich suche mal das Auto. Man kann auch von der Karte auf das Auto klicken und dann, ja, wird man da rein teleportiert. So. Zur Rettung. Da hinten loppelt auf jeden Fall schon mal irgendwas auf. Das ist schön. Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir das Schaf haben. Oh, was ist das denn? Picatilla. Okay, nice. Das ist ja neu, hä? Ah, das können wir jetzt aufheben, weil wir die Quest fertig gemacht haben für Miss Madame. Und ja, Pilze nehme ich wie immer wieder mit. Ich glaube, das ist für euch okay. Wäre nur echt schade drum. So,
Dass die unten noch schon stehen. Okay, das sind zwei. Ja, jetzt, wir können das jetzt sammeln, weil wir die, weil wir ihr geholfen haben und so. Das ist ja nice. Mal richtig Kräuter sammeln. Wie gut, wie gut. Botanix. Okay, das ist dann für die Kräutertränke. Und die sollen ja weggehen wie warme Semmeln. Das heißt, die kann man gut verkaufen. Stopp. Penner. Komm ich gar nicht rüber. Geronimo! Nein. Oh. Naja, dann müssen wir eben hier lang. So. Na toll. Kackviech. Hast du dich? Den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Latschen wir mal dahin. Vielleicht ist das ja gar nicht so weit. Schafi, wo bist du, Schaf? Mein kleines Schaf, Schaf. Pilz! Komm her. So. Hä, wo sind die denn hier? Alter, wenn ihr laufen muss, ist ja furchtbar. Naja. Warten wir, wollen wir mal reingucken hier? Kaufen. 12.000. Das ist so einer, den wir mal gefahren sind, glaube ich. Hier haben wir einen großen Anhänger. Für 9.000. Alter. Und du so? 34.000. 45.000. Ja. Ich meine natürlich, hey. 10.500. Alles klar, das heißt. Au, au, weg. Das heißt also, das wird nicht so einfach werden, die Dinger zu kaufen. Aber okay, dann habe ich weiteres Ziel, wohin, worauf wir hinarbeiten wollen. Oder zumindest ich. Ich weiß ja nicht, was ihr möchtet. Ist einmal nur so ein blödes Ding da, das sehe ich schon. Erdbeeren, Wildschwein. Ein kleines wildes Schwein und Pilzis. Und noch mehr Pilze. Danke. Oh. Okay, dann laufen wir jetzt mal hier hoch. Ach je. Da hinterm Berg oder was? Na, vielleicht ist eins davon das Schaf. Mal gucken. Nee, hier war es schon mal nicht. War ein Reh. Achso, habt ihr mal gesehen, wie viel Gras wir jetzt eigentlich haben? Heu? 516. Das war wirklich ganz schön viel Grasbüschel zu sammeln. So, Pilzchen, danke, danke schön. Fuchsohr. Ein Fuchsohr. Sagt mir auch was. Aber ich kenne mich, wie gesagt, mit den Kräutern und sowas kenne ich mich zum Beispiel kaum aus. Auch bei Pilzen muss man immer aufpassen.
Da hinten, okay. Den nehmen wir noch mit. Da haben wir so richtig schöne viele Pilze gesammelt. Wenn man einmal dabei ist. Boah, diese Schafsquest geht mir ja schon irgendwie auf den Nerv hier. Das muss doch jetzt sein, oder? Oh, guck mal an, wo das ist. Ey. Springen! Also die Erdanziehungskraft auf diesem Planeten hier ist nicht so richtig. Ist viel zu gering. Oh. Weiter, 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 weiter. Wo ist es denn jetzt? Hä? Ach du Heilige, da hinten ist ja auch noch was. Oh, ich bin am Rad, ey. Ich hoffe, das ist das jetzt hier unten, das Schaf. Kann's nicht erkennen. Nö, das ist es nicht. Naja, aber so, durch die Schafsdinger kannst du ja zumindest auch einen Haufen Gedöns sammeln. Ist ja auch schön. Vor allem auch Kräuter. Können wir unsere eigenen Kräuterdings machen. Und nehmen ihr dann den Job einfach direkt weg. Onlinehandel, die kannst du mal gleich vergessen. Nur weil sie zu faul ist, mit dem Auto rumzudüsen. So, jetzt haben wir da hinten noch zwei Stück. Das sind die letzten beiden. Das wird jetzt noch mal lustig, wahrscheinlich. Es frisst echt alles an Zeit auf, diese Quest. Geronimo! Ja! Er ist so unglaublich. Schön, dass man hier überall reinkommt. Wildschwein! Nur gut, dass es nicht so bösartiges Schwein ist. Ein bösartiges Schwein. Na toll, wie soll ich jetzt da hochkommen? Da drüben. Okay, dann gehen wir mal jetzt hier hoch. Bei meinem Glück ist es das auch nicht, das Schaf. Und dann kann ich wieder zum anderen rennen. Und dann der letzte Point, weißt du, der letzte Point ist das Schaf. Ah. Schön auch, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Da bin ich schon mal sehr froh. Papi, bist du's? Meine kleine Schafsperle. Ja, es ist ein Schaf. Hahaha. Kleiner Racker. Aber guck mal, es war gar nicht so weit weg. Oh Mann, ey. Das war ja gleich hier vorne vor der Tür und ich bin ewig gerannt. Aber naja, zumindest haben wir dann Kräuter noch bekommen und anderes Gedöns. Ist ja auch schön. Guck mal, ich hab ein Schaf. Du hast mein Schaf gerettet. Ja. Vielen Dank. Und jetzt Kohle ran. Kohle, Money, Money, Money. Paprikasamen mal 12. Willst du mich verarschen? 50 Euro und 500 Sozial... 50 Euro? Hallo. Oh, hi. Alter, das ist ja gar nichts, ey. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid.
Irgendwelche neuen Gerüchte? In letzter Zeit werden einige Schafe vermisst. Ich frage mich, ob es wieder die Wilderer sind. Natürlich, die haben ja auch noch anderes zu tun, als Schafe zu jagen. Schafe. Schafe. So. Dann haben wir da oben jetzt noch eine Quest. Ich würde mal auch gerne mal wieder irgendwas machen mit unserem Sägewerk. Allerdings brauchen wir natürlich, du musst deinen Onkel auszahlen, um das Sägewerk zu übernehmen. Wie viel will er denn überhaupt? Können wir ihn denn schon auszahlen? Wollen wir mal gucken. Pass mal auf, wir fahren mal zu Onkelchen runter. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viel er will, vielleicht 50.000 oder so. Ich hoffe ja nicht, weil das wäre echt übel, das ist übel viel Geld. Aber guck mal, ich weiß ja noch gar nicht, wie viel er möchte. Opa! Opa! Also ich habe noch übel viel Spaß in dem Spiel. Ist wirklich so. Ich hab so viel Bock. Auch mal wieder was mit Bäumen machen und so. Müssen wir bei hier zu Geld kommen. Das können wir dann auch verkaufen später. Wenn wir es nicht selbst brauchen, die Bretter und so. Wo ist denn mein Opi? Opi Dein. Da wird das angezeigt, aber der Opa wird ja da vorne sein. Weil alles, was ich jetzt erwirtschafte und so, das ist ja dann alles 50-50 mit ihm geteilt. Das ist schon großzügig, muss man schon sagen. Aber ich habe das Ding ja auch repariert und so. Den Wert gesteigert des Ganzen. Opa! Wir reden später. Wieso redest denn du dann? Das ist merkwürdig. Gruselig. Opa, schön, was hast du für eine Stimme? Sehen. Wie geht es dir? Hallo Onkel, wie geht's? Alles gut, wie immer, danke. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nein, im Moment nicht. Okay. Ich muss dich etwas fragen. Sicher? Was möchtest du wissen? Wie komme ich an der Ausrüstung? Gibt es Informationen zum Sägewerk? Okay, nee, das haben, kennen wir alles natürlich schon. Ich muss los, tschüss. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo Tante, wie geht es dir? Das ist nicht Tante, das ist Omi. Die Oma. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nein, nicht jetzt. Vielleicht später. Du kannst jederzeit vorbeikommen und fragen. Okay, dann los. Einen schönen Tag noch. Ich lieber wieder. Tschüss. Apropos, jetzt können wir mal gucken. Moment mal eben. Vielleicht müssen wir einfach nur an so einem Schild das machen. Moment. Ich gehe mal Luki Luki machen. Oh, ja, egal, was hinter mir los ist. Ich gucke nicht in den Rückspiegel. In der Zeit. Ah, weil das Zeichen wird mir ja da hinten angezeigt. Das heißt, wir müssen ja vielleicht irgendwo. Was ich weiß halt nicht. Verkaufen. Ah, hier. Warte mal, nee. Klingt ja auch nicht viel. Nee. Keine Ahnung, wie ich dieses Ding gekauft bekomme. Es zeigt halt nur an hier das Ding. Kriegen wir aber nicht sonderlich viel. Du musst deinen Onkel auszahlen, um das Sägewerk zu übernehmen. Frage John, ob er dir das Angeln zeigt. Wo ist der? Da oben. Wir müssen wahrscheinlich noch einiges vorher machen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Gut, ja gut, dann werde ich mal. Können wir inzwischen diese Baumstümpfe eigentlich rausmachen oder so? Nee, ne? Wo ist denn der Baumstumpf eigentlich? Ich hab doch hier irgendwann mal so ein Ding abgesäbelt. Wo ich noch Strafe zahlen musste, so ein paar tausend. Richtig kacke. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann fahre ich da jetzt mal schnell hoch.
Und dann soll er uns mal das Angeln beibringen. Ja, und da sehen wir uns dort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.